Lampuki-san Gaming ist hier, Folge 13 unserer X-Messer-Miniserie. Heute schnappen wir uns von Arasaka das Relic. Los geht's! Kannst du einen lassen, viejo? Vokabular wie dieses halte ich derzeit für unangemessen. Ach ja? Darf ich dich dann mal an den Junggesellenabschied meines Cousins erinnern? Solche Dienste bieten wir derzeit leider nicht an. 3 Monate hatte ich dafür gespart. Ach, egal. Ist Schnee von gestern. Fahr los, Dell. Vor Fahrtantritt muss ich die Identitäten aller Fahrgäste verifizieren. Bitte verbinden Sie sich mit Ihrem Direct-Link. Danke. Excelsior-Paket aktiviert. Excelsior? Das wird ja immer besser. Was bist du denn so hibbelig? Ja, pass auf. Delamain, Gefechtsmodus einleiten. Verzeihung, aber Sie befinden sich derzeit nicht in akuter Gefahr. Okay. Glaub mir, der mit ne ganze Armee Saka-Ninjas nieder, wenn's sein muss. Dex knausert nicht, hm? Und dank dir kriegen wir obendrauf noch saftige 40%. Gern geschehen. Mann, Excelsior. Genauso fährt man direkt in die Oberliga. Du musst echt mal chillen. Hä? Noch sind wir ja nicht da. Ich weiß nicht, Jack. Scheint mir, als verlierst du deine Bodenhaftung. Scheint mir, als hättest du irgendein Problem. Egal. Vergiss einfach, was ich gesagt habe. Vergeben und vergessen. Madres wie, das ist der wichtigste Tag meines Scheißlebens. Hey, wie läuft's? Wir werden sehen, wie es läuft. Hey, wir sind gleich beim Hotel. Hör zu, ich leite euch über eine verschlüsselte Direktleitung durchs Konpeki. Wie, ruf mal Jackie an. Erzünktest. Sicher ist sicher. Und? Nur Rauschen. Sag mal was, Bug. Die größten Verbrechen werden durch Übermaß und Ausschweifung, nicht Mangel und Not begangen. Wir nähern uns unserem Ziel. Was? Aristoteles. Du verstehst mich also? Ja, dich schon. Deinen griechischen Kumpel eher nicht. Klang aber echt erhaben. Du könntest ja mal versuchen, es zu verstehen. Was ist mit dir, wie? Ich will mehr von Aristoteles. Leckt mich. Alle beide. Okay, Tech ist soweit, wie es aussieht. Será mejor que sí. Wir hören uns. Danke, dass Sie sich für Delamain entschieden haben. Und viel Glück. Ich warte hier auf Ihre Rückkehr. Porfin, endlich geht's los. Oh, fast vergessen. Kein Eisen, oder? Okay, Harry. Gehen wir. Warte. Ich hol den Flathead. Okay, dann kann es mal losgehen jetzt. Schauen, ob der Coup gelingt. Nächster Anruf kommt rein. Wir sind da, Buck. Die Reservierung ist auf deinen Namen. Ramon, du willst Hajime Tag. Militärtech-Abteilung. Papiere sind für den Flathead. Keine Sorge, ich krieg das hin. Ramon Serrano. Willkommen im Konpeki Plaza. Oh, hier werden wir gescannt. Treten Sie nacheinander durch. Alles klar, ho, Sir. Moment. Darf ich hier durch? Würden Sie mir erklären, warum Sie militärische Ausrüstung ins Konpeki Plaza bringen? Wir sind Waffenhändler. Wie bitte?
Sie sind hier, um Taki-san zu treffen, richtig? Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Das dauert nur einen Moment, Sir. Bitte sehr. Hä? Ja, will ich euch erraten, Goldgesicht hier? Uns hier durchlasst. Herzlich willkommen im Konpeki Parada. Sind das Cyborgs? Kybernetische oder ist das echt? Wir möchten einchecken. Natürlich. Einen Moment bitte. Auf welchen Namen haben Sie reserviert? Victorino. Doppelzimmer, zwei Erwachsene, eine Nacht, korrekt? So ist es. Perfekt. Ich werde Taki-san über Ihr Eintreffen informieren. Shit, das war nicht Teil des Plans. Red mit ihr, Vieh. Sag irgendwas. Das wird nicht nötig sein. Wir machen uns frisch und informieren ihn selbst. Aber Taki-san erwartet Sie doch, oder? Señorita, wissen Sie, wie lange wir schon unterwegs sind? 18 Stunden aus Neu-Barcelona. Mit Verspätung am Metaki, weil irgendein Cyberpsycho sich im Terminal in die Luft gejagt hat. Ach, ein Albtraum. Natürlich, ich verstehe. Sie haben die Lapis-Lazuli-Suite auf Ebene 42. Oh, eine Formalität noch. Bitte validieren Sie Ihren Zugangschip. Nach dir, Harry. Alles in Ordnung, danke. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Danke. Okay, gehen wir. Okay, bisher läuft alles nach Plan. Neu-Barcelona? Im Ernst? Improvisation. Versuch's auch mal. Sogar goldene Beine haben die. Was meinst du, Harry? Hm? Ziemlich nett hier, hm? Nicht wie dieses Messehotel in Zürich. Lass gut sein, Jack. Das reicht. Was denn? Ich nehme das halt ernst. Und das Schlagzeug? Können wir da einfach hin? Nee, komm, wir folgen Jackie. Pass auf, wir müssen wahrscheinlich hier hoch. Nee, was ist das denn hier? Kann man hier hoch? Nee. Wir müssen sogar in die Bar. Fantastisch. Willkommen im Konpeki Plaza. Unter der Woche sind Reservierungen nicht möglich. Suchen Sie sich also gern einen Tisch aus. Oder setzen Sie sich an die Bar, wenn Sie mögen. Wenn alles vorbei ist, komme ich irgendwann mal mit Misty her. Mach das. Aber jetzt und hier geht's um den Job. Okay, die Aufzüge warten auf uns, nicht die Bar. Wir hätten natürlich auch reinhocken können, eine Runde, aber... Oh, da kann man jemand abluten hier. Nee, wir haben erst einen Job zu erledigen. Oh, ab und zu ist doch noch ein bisschen buggy, ne? Ich glaub, 42. Rein, Stock. Wie sehe ich aus? Als hätte jemand einen Hund verkleidet. Oh, und du siehst besser aus, oder was? Hier sind alle Gold. Ist echt verrückt. Зая, ты же помнишь, как мы тестировали эту технику на наших? Also, da wär... Wir sind im Zimmer. Ziemlich schick. Schade, dass wir nicht übernachten. Gute Wahl, Bart. Schick war nicht der Grund. Von dort ist es nur am nächsten zum Dweller und den Server. Sí, sí, me acuerdo. Mach den Flathead an und such den Schachtzugang. Hm, klingt einfach. Einfach ist oft am schwersten zu meistern. Aurelius? Aristoteles? Wer ist es diesmal? 100% T-Bug. Wo ist der Schacht? Boote den Scanner. Sieh dich um. Okay, erstmal haben wir hier alles mitgenommen, was wir hier finden können. Wir checken erstmal kurz das Badezimmer noch aus. Oh, was ist hier los? In den Spiegel schauen. Okay. Oh yeah, da sind wir.
Das soll Lachen sein? Die sehen irgendwie aus wie Eden Hazard. Naja, gut, okay, nicht mehr in den Spiegel schauen. Alles klar. Wir haben jetzt unser Hotelzimmer eingenommen und haben eingecheckt und in der nächsten Woche checken wir den Flathead ein und dann werden wir endlich diesen großen Coup durchziehen. Bleibt also dran, macht's gut, bis zur nächsten Folge, die morgen schon erscheint. Bis dahin, ciao und bloß kein Stress. Immer noch nichts. Wie schwer kann das sein?